Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Strahlender Diamant. Wir haben in der letzten Folge hier die Ortschaft Trostu erreicht, sind aber eigentlich auf dem Weg nach Schleide. Sind hier in der Ortschaft eigentlich soweit auch schon durch gewesen, aber noch nicht ganz fertig. Hier rechts von der Ortschaft gibt es nämlich noch Häuser. Oh. Und in die wollen wir auch mal hinein. Wie kommt man denn das eigentlich bei? Ah, da gibt's vielleicht noch einen Durchgang. Okay, gucken wir erstmal hier rein. Mein Sohn liebt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen, über alles. Wirst du so lieb, ihm die Pokémon zu zeigen, die dort leben? Okay. Gucken wir doch mal. So. Dann musste dir hier nochmal einen Durchgang geben. Ach ne, wir können hier einfach runterhüpfen. So. Jetzt haben wir das zweite Haus auch. Was? Ich habe ein sachtes Wesen. Gucken wir mal kurz. Sie hat recht. Ah, Spezialangriff braucht man nämlich. Gut, soll hier also weitläufig Weideland gegeben haben. Wenn sie das sagt, dann wird das schon stimmen. Jetzt müssen wir nochmal außen rumlatschen, oder? Oder kommen wir hier unten rum irgendwie zu dieser Ruine? Nee. Natürlich nicht. Also rennen wir nochmal außen rum. Ey. So. Hier wahrscheinlich runter, oder? Da ist auf jeden Fall ein Eingang zu einer Höhle. Oh, Inkognitos. Ja, sicher nicht. Irgendwas ist seltsam an diesen Ruinen, doch gerade deshalb komme ich so gerne her. Komm nachher mal bei mir zu Hause vorbei, dann gebe ich dir einen. Meine Ballkapseln, die kannst du dann mit Sticker verziehen. Okay. Jetzt gib mir ein Inkognito. Oh. Hm. Na gut. Dann machen wir uns mal an der Kleinsteine. Oh, das hat gar keine Robustheit. Ja. Blöd für das Kleinstein. Pyro ist also ein bisschen schläfrig. So, damit haben wir das Bronzelauch. Und jetzt geht's weiter. Und noch ein kleiner Stein. Yay. Zack. Z.
Sandsturm also. Ja, Klein Shen, ich weiß ja nicht. So, da haben wir ihn auch da weg. Ein Inkognito. Ist doch recht stark. Das ist auch so ein Ding. Warum sind die wilden Pokémon hier stärker als die Trainer, die hier rumlaufen? Hä? Dachte schon, das wäre zu viel gewesen. Tada! Unser erstes Inkognito, yay! Und ab in die Box. So, jetzt gucken wir nochmal hier links. Doch, oh. Ein Gefäß voll Schrägrauch. Eine Hirntafel. Und ein Nugget. Oh, da ist noch eins. Ich hoffe, das passt. Jawohl, ja. Inkognito Nummer 2. Keine Angst, wir werden in der Folge jetzt hier nicht alle Inkognitos durchfangen. Das wäre absoluter Quatsch. So. So, nee, ich wollte mir die Inschrift aber nochmal durchlesen. Freundschaft. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Oh. Das hatten wir schon. Ich hatte mir schon, sorry. So, jetzt würde ich hier gerne wieder rauskommen. Hier wollen wir auf jeden Fall.
Ich glaube, das war der Ausgang, ne? Jawohl, ja. Cool. So, wir sollen nochmal zu dem Haus gehen. Dann gibt er uns noch Beikapseln. Dann gucken wir doch mal. Und unterwegs halten wir mal ganz kurz im Pokémon Center. Damit Pampyro auch wieder volle KP hat. Wie sieht das eigentlich mit unserem Ei aus? Oh, es wird noch lange dauern. Huiuiui. So, hier wieder runter. Da ist er. Ich erforsche die Inkognito. Das sind wundersame Pokémon, die in ganz unterschiedlichen Formen auftreten. Solltest du ein Exemplar besitzen, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du es mir zeigen könntest. Klar. Unfassbar, ein Inkognito in dieser Form habe ich ja noch nie gesehen. Als Dankeschön möchte ich dir gerne diese Ballkapsel schenken. Sollten dir weitere Formen von Inkognito unterkommen, dann schau bitte wieder vorbei. Ja, warte, ich habe noch eins. Ich habe noch eins. Ah, er schenkt uns also für jedes Inkognito eine Ballkapsel. Okay, okay. Gucken wir mal. Achso, wirklich nur zusätzliche Kapseln. Okay. Gut. Damit sind wir aber hier soweit durch in Trostu. Und wir machen uns weiter. Hier auf die Route 210. Erstmal sammeln wir die Bären hier. Bären. Nochmal Wildbierbären. Dann haben wir Sananabären. Nee. Da. Und zwei Himmelbären. Okay, dann fangen wir an. Auch wieder einzupflanzen, das ist ja natürlich klar. So, Wildbierbäre. Nee, noch nicht. Babybeere. Nee, immer noch nicht. Eine Sananabeere. Und wo haben wir denn unsere Himbeeren da? So, jetzt können wir gießen. Und das andere Paar hier natürlich auch. Sui. Gucken wir mal, was der hier will. Oh. Ein wildes Ponita. Ja, ich würde mal sagen, dann fangen wir uns mal. Also nicht, dass wir es brauchen würden, aber... Das ist eins der... wenigen Feuer-Pokémon, die es ja in Diamant und Pearl gab. Also, wobei, wenn man die Hauptstory durchspielen will, bleibt einem eigentlich nur Ponita und Panferno. Wenn man den Untergrund jetzt mal erstmal außen vor lässt. Das sind so die einzigen beiden Feuer-Pokémon, die man von Natur aus hier auf den Routen findet. Beziehungsweise, was heißt auf den Routen findet, ne? Im Anfang könnt ihr jetzt als Starter wählen.
Gut. Kümmern wir uns aber mal um den Farmer. So, Ambidüffel haben wir besiegt. Ach nee, das war noch ein normaler Griffel. Bin schon wieder zu weit. Ein Anton. Müssen wir wieder ein bisschen mehr Abwechslung hier in unseren Kampf reinbringen, deswegen Luxio. Geht's. So, und Girafarik, ach komm. Müssten wir, glaube ich, mit ist ganz gut klarkommen, ne? Und ich war doch gegen Psycho sehr effektiv, okay. Ja, ich mich noch richtig dran erinnert, nice. So, ja, auf meine Pokémon kann ich mich wirklich verlassen, mein guter Farmer. So, dann einfach mal unser Fahrrad. Dann gucken wir mal, was der Jogger hier. Blasius. Ah ja, muss er wissen, ne? Das muss er einfach wissen. Tempo-Hieb. Nitro-Ladung. So, Luxio erreicht Level 28 und Blasius haben wir besiegt. Gut. So, dann nehmen wir den normalen Fahrradweg hier. Farmer und Tochter Doro und Max. So, dann machen wir das mal. Die haben jeder nur eins, ne? Und das ist nicht sehr effektiv. Immer nicht so. Dann machen wir das halt so. Sie sinkt sogar stark. Ja. Jetzt sollte eh nicht zu einem zweiten Angriff kommen. Das war. Also die Kämpfe werden jetzt schon echt langsam wirklich ein bisschen langweilig, weil die halt so unterlevelt sind hier, ne? Ist ja schon fast nicht mehr wahr. Ja. Ich beschwere die Bäume auch weiterhin mit Honig. Die Pokémon-Züchterin Amanda. Fängt mit einem Pi an.
Und nein, das Arme wie brennt. Ja, dann erlösen wir es mal von den Verbrennungen. So. Und Garados erreicht Level 24. Nice. Oh ja. Larcher kann weg. Nö. Wir kämpfen weiter. Autsch. Das arme Vunera. Hippie. Ah ja, dann ein Flammrad. Let's go! Gut! So, hier über uns war schon aus. Da ist noch ein... Ich glaube, den... hole ich mir mal. Aber dafür werden wir wahrscheinlich nochmal kämpfen müssen. Wie bitte? Wir können mit dem Fahrrad nicht durchs Gras fahren? Das ist ja wack. Das ist ja richtig wack. Ein Pantimimi. Komm her, wir machen einmal Groot und dann fangen wir dich einfach mal. Jetzt sagen. Oha. Ganz kurz wechseln. Machen wir einmal Tackle. Warum machst du denn Volltreffer? Na gut. So, mal gucken, ob wir einen Trank bei haben. Ich hoffe. Ja. So. Aber Vampiro hier. Das soll ja nicht mit so wenig KP rumhängen. So. Einmal Glut. Und dann machen wir einmal Tempo-Hieb. Und dann fangen wir es jetzt gleich. So, jetzt aber. Tada!
Nö. 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 Gut. So, dann können wir jetzt hoffentlich wieder Fahrrad fahren. Danke. Hopp. Müssen wir gegen die beiden noch kurz kämpfen? Dürfte aber auch nicht schwer sein, weil jeder von denen ja auch wieder nur ein Pokémon hat. So. Dann nehmen wir erstmal das Pipi aus dem Spiel, würde ich sagen. Und dann kümmern wir uns um den Pikachu. Pyro macht sich Sorgen, dass der Kampf schief gehen könnte. Die Pampyro. Ja, ich hoffe nur, dass der Pikachu jetzt nicht Statik hat. Aber gut, wir müssen nur noch einmal angreifen. Das heißt, wir müssen potenziell jetzt nur ein Pokémon von der Paralyse befreien. Oder mal, da haben wir ein paar Heiler. So. Nee, stopp. Das Fell seiner Pokémon glänzt also. Na gut. Dann zeig mal Arun. Ein Pichu. Wobei ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Oh nee. Es sind doch nicht drei Pichus. Er entwickelt weiter. So, und ein Wunderer. Okay, damit das ist ja schon fast ein Pokémon-Team. Sehr schön. Gut, jetzt kommen wir da oben gleich, glaube ich, gleich an den Pokéball ran, weswegen wir aus dem Raum gefahren waren. Superball. Naja, okay. So. Könnt ihr erstmal gucken, was hier auf dem... Oh, das Fahrrad wieder weg. Kaffee frisch und gesund, die beste Milch der Welt. Kaufen wir uns mal Milch, ne? Hey, ich wollte Milch kaufen. Na gut, dann kämpfe halt gegen Frauke. Level 22. Angriff sinkt stark. Ich glaube, er macht keinen Unterschied mehr, Pibi.
Es macht einfach keinen Unterschied mehr. Okay. So. Willkommen im Café, was darf sein? 500 Poké-Dollar. Aber wir nehmen mal 10 Flaschen mit. So. Wollen die hier alle tanzen? Oh ne. Aber die wollen. Der alte Mann hat uns gerade gesagt, dass die Enton da draußen hat. Ja. Grundsätzlich über chronische Kopfschmerzen klagen. So von chronischen Kopfschmerzen geplagt sind, so. Und man halt warten muss, bis die da den Weg drauf freiräumen. Oh nein, ich kann nicht mehr fliehen. Oh mein Gott. Luxe erreicht Level 29. Nice. Ach, Überraschung gesetzt. Mogul war mein. Lass mich raten, was dein drittes Pokémon ist. Nachtnebel können wir ja bestimmt erlernen. Moment. Finsterfaust. Aber was ist das? Können Finsterfaust eigentlich rausnehmen, ne? Ja. Ah, Überraschung. Sein drittes Pokémon. Das Mogelbaum. Na gut. Dann hauen wir hier drauf ein. Und machen ihn fertig. So, hier sind aber noch zwei weitere. Also er wäre hier noch. Und da unten den Farmer haben wir auch noch nicht angesprochen. Okay, Pantimos. Sag mal bitte nicht, der hat drei Pantimos. Ich weiß, dass das nicht sehr effektiv ist. Ich will meinen Angriff ein bisschen steigern. Ach so, die Geschichte. Du hast nicht so viel Angriff, mein Gutes. So, darf ich jetzt wieder mit Flammenrad? Na. Dann bleiben wir halt bei Steigerungshieb. Mensch, du machst mir fast Schaden. So, damit Pantimos Nummer 1, dass der mich jetzt in Zugabe gefangen hält, ist natürlich schon ein bisschen nervig, ne? Aha. Die Zugabe ist also beendet. Das heißt, wir dürfen jetzt mit Flammenrad angreifen.
Staravia, eine neue Flugattacke. Ich bin kein großer Freund von diesen Notattacken. Nee, komm. Wir machen jetzt hier mit Vampiro zu Ende. Weil das müsste jetzt genauso ein One-Shot sein wie der letzte. Sag ich ja. Vampiro erreicht Level 32. Nice. Das heißt, wir entwickeln uns ja bald wieder, ne? Wir entwickeln uns ja einfach bald wieder. So. Achso, okay. Ich möchte also gar nicht kämpfen. Dann ist hier gut. So, genau, hier oben sind die Indoren, von denen er ja gequatscht hat. Sie versperren uns den Weg, aber. Stopp, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Macht ja gar nichts. Wir müssen ja sowieso nach rechts. Von daher, Abfahrt. Ui. Glaub, hier wird ein bisschen schwierig mit Vampiro. Aber wir gucken erstmal, was der erste Kampf hier so bringt. Also potenziell haben wir schon die richtigen Attacken dafür, aber im Regen ist halt schwierig. Autsch. Das war schon ein Volltreffer. Ein süßes Schütterus. Komm hier, Steigermusik. Das hilft da natürlich sehr gut. Oh, jetzt tötest du dich leider selber, Schütterus. Das ist natürlich belastend. Also, machst du selber K.O. Pokémon sterben wir nicht. So. Du findest einen Eva. Komm. Wir gucken mal, wie weit wir hier auf der Route heute noch kommen. In Betracht der fortgeschrittenen Zeit. Ja, der hat natürlich verstärkte Attacken. Das ist ein bisschen belastend. Ja, wir gucken erstmal. Luxio halt nicht angreifen will, dann halt nicht. Da wechseln wir natürlich selber auf Luxio, das ist ja klar. Und wir nutzen das Ganze auch ein bisschen geschickter. Aber immerhin haben wir jetzt eine Stelle hier erreicht, wo die Trainer mittlerweile Pokémon entwickelt haben, ne? Das ist schon mal ganz gut. Nein, wir kämpfen einfach weiter. Ich jetzt mal sagen. Mm-hmm.
Yo. Hammer. Gut, Jogger Tibor. Dann waren wir uns ein Vergnügen. Und ansonsten folgen wir dem Weg einfach. Den lasse ich jetzt gerade erstmal in Ruhe. Dafür setzen wir hier den Zerschneider ein. Denn hier lag ein Pokéball. Wenn man das mal kurz so. Und dann machen wir das mal so. Du kleine Mistmarder, mach da sowas nicht. Doch. So, was hat er als zweites? Ja, die nehmen wir einfach Luxio rein, einfach weil die Elektroattacken versteckt sind. Ich hasse diese Scanner und ich schütze mich selbst Attacken grundsätzlich. Wenn ihr versteht, dass die im kompetitiven Pokémon wahrscheinlich ihren Zweck haben, aber für normale Playthrough ist das hier ein bisschen nervig. Ganz schöner Volltreffer. Tada, Luxio erreicht Level 30. Nice. Glückwunsch, Luxtra. Damit haben wir jetzt unser Elektro-Pokémon auf seiner maximalen Entwicklung. So, Hilfs für Trainer. Ja, physisch oder nicht physisch. Gut, die Bären lassen wir jetzt mal außen vor. Eine Kapsel, Megablock. Guck mal, ich glaube, die Route war nicht so ultra lang. Deswegen würde ich hier einfach durchlaufen. DM34 Schockwelle. Hat uns gesehen. Na gut. Dann machen wir ihn hier noch. Der gute Arthur. Der hat natürlich einen Staravia.
Da werden wir ja wohl kurz noch einmal austauschen müssen. Und unser frisch entwickeltes Luxtra sich austoben lassen dürfen. So, komm, hier Funkensprung. Danke, Jogger Arthur. Naja. Ne? So, potenziell haben wir noch einen Trainer. Ein Hyperheiler. Oh, ein Doppelkampf sogar. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber gut, auch das werden wir hinkriegen. Weil jetzt haben wir ja ohnehin dann direkt Luxtra mit draußen. So. Machen halt wieder erstmal so. Oh Gott, von Schotten ist mit Tempo hier. Da hat es ja nicht so viel Verteidigung gehabt. Gut, wir sind halt auch ein paar Level über den. Aber ey, ein Kadabra. Uiuiui. Und ein Garados. Ja, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Garados. Allein weil es potenziell Wasserattacken beherrscht, die natürlich aktuell auch verstärkt sind. In dein Gesicht, Garados. Wir hätten halt einfach auch mit Funkensprung besiegen können. Und dann hätten wir nämlich das Kadabra parallel schon mit angreifen können. Naja, gut. Wie alle Pokémon gerade am Level uppen, außer Luxtra natürlich, das hat er gerade erst. Nein, Papyro! Führen wir mal Garados rein. Ich glaube, das hat man noch gar nicht im Kampf. Und mit Unleash Coverage, ne? Ja, kein Thema. Also die Frage ist, wie lang ist die Route jetzt noch? Ist sie jetzt wirklich zu Ende? Doch, ich meine, wir gucken mal. Oh ja, sie ist wirklich zu Ende. Oben waren noch Bären. Aber alles halb so wild. Wir sind in Schleide angekommen. Und wir machen uns erstmal ganz schnell. Wo bist du? Pokémon, da ist Pokémon Center. Auf ins Pokémon Center, heilen natürlich unsere Pokémon. Und an dieser Stelle können wir die Folge ja schon mal beenden. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann erkunden wir hier Schleide so ein bisschen. Noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.